Ja, gerade jetzt, wo ich bei diesem Necromancer bin, muss mir natürlich die Aufnahme ausgehen. Aber dann gleich mal wieder neu starten. Gestartet. Nein, schlag ihn. Jetzt läuft er hier die ganze Zeit rum und belebt seine scheiß Minions wieder. Ich mag diesen Typen überhaupt nicht. Ist ja auch ein Gegner. Alter. Ich krieg jetzt doch schon scheiße viel Schaden. Setz ich mal die andere Lebensflasche ein. Oh. Nein. Ich kann seine Minions jetzt noch nicht töten. Alter, wie viele das sind. Dann renne ich mal ein bisschen weg. Da hat mir alles schön gefolgt. Ihr Scheißteile. Und zurück. Jetzt irgendwo. Hier ist der doch. Oh. Alter. Lauf hier rum. Und jetzt. Jetzt geht er tot. Kadavrus. Ja, er ist tot. Jetzt muss ich noch seine scheiß Monster alle fertig machen. Alle. Das sind zu viele. Nein, die dürfen mich nicht umkreisen. Da komme ich nicht mehr raus. Na, dieser scheiß Kadavrus. Nein, ich darf jetzt nicht sterben. Das wäre nämlich scheiße. Dann würde ich den Loot nämlich nicht kriegen. Geht alle tot. Nein, ich darf nicht abkacken. Ja, komm jetzt. Ein bisschen verharren und sie alle tot machen. Verharren, tot machen, reimt sich. Haha. So. Ja. Jetzt sind sie hier bestimmt überall. Ach Kacke, jetzt sind hier überall noch seine scheißen Minions, die er wiederbelebt hat. Fünf Monster noch. So, erstmal zum. Oh, hier sind noch drei. Two Monsters remaining. Hier ist noch einer. Na, wo der letzte ist, weiß ich jetzt nicht. Erstmal zum Loot. Rusted Cut. Chainmail. Die war gut. Das nehme ich einfach mal alles mit. Ach, geht nicht. Kann ich die noch mitnehmen? Ja. Na, dann erstmal den letzten Gegner suchen. Ich meine, bei Schilling war es auch so, dass er die ganze Zeit da rumgelaufen ist und den gesucht hat. Okay, bei mir könnt ihr live mit zugucken. Wenn es euch zu langweilig wird, spult einfach vor. Und wenn nicht, dann könnt ihr jetzt mitgucken, dann werde ich noch irgendwie irgendwas erzählen. Ja, das Spiel ist cool. Sonst würde ich es auch nicht spielen. Und ja, der Gegner gerade, der war aber schon ganz schön stark. Ach, vielleicht ist hier noch einer geblieben, das könnte ich mir vorstellen, dass hier noch einer war. Ja, aber sieht leider nicht so aus. Zu schade. Aber jetzt geistert hier irgendwo dieser scheiß letzte Gegner rum. Irgendwo. Und den darf ich jetzt. Und ich habe die Ehre, ihn zu suchen. Die Ehre, haha. Ja, die scheiß Drecksarbeit, ihn zu suchen. Da ist noch eine Chest, die ich noch nicht geöffnet habe. Hallo? Coral Amulet. Mitnehmen? Ne, hier geht's nur zurück. Wo zur Hölle ist der letzte Gegner? Oh, da ist noch eine Leiche zum Umdrehen. Oh, nö, habe ich schon. Aber hier noch. Ach, schade, nichts runter. Ach, wieso nur? Irgendwo muss er sein. I cannot carry this. Ja, soll's auch niemand nehmen. Hier bin ich doch überall schon lang gelaufen. Wo soll er? Da! Da ist er! Geschafft! Ja.
Es geht doch, es geht doch, es geht doch. So, dann zurück zu Tarkley für mein Reward. Für meine Belohnung. Ja, das war doch nicht so lange, wie ich dachte, dass ich hier rumgelaufen bin. War jetzt auch nicht die größte Zone, finde ich. Und ja, mal gucken, ob wir den Dings, den Waypoint finden. Ach, schon gefunden. Ach, hier war das doch auch bei dem Schilling mit diesen komischen Nestern da. Oh ja, hier, da ist es ja. Aber ich will hier jetzt eigentlich jetzt diese Quest nicht machen. Warte, ach, da ist eine Flasche. Ich hoffe, die kann ich noch mitnehmen. Ja, kann ich auch. So, eigentlich will ich doch jetzt hier weg und kann jemand anders machen. Erstmal zurück. Ah, da ist der Waypoint, ja. Da ist er, ja. Schön, schön, schön. Dann zurück hier zu Lion Eyes Watch. Und da werde ich dann meine Belohnung mir holen. Die habe ich mir auch redlich verdient. Muss man ja schon sagen. So, wo haben wir den Tarkley? Ach, das war der Typ hier. Ach, erstmal verkaufen. Come to hear your power. Bei dem Typen kann man ja nichts verkaufen. So. Wollschuhe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Den hau ich erstmal weg. Den brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Genauso wenig wie das hier. Das hier. Und das brauche ich. Dann. Das brauche ich auch nicht. Da muss ich noch gucken. Das brauche ich dann auch nicht mehr. Dann accept in Stash. Und Mana-Flasche, ach, die tue ich hier in den zweiten rein. Weil ich brauche jetzt eher so Leben und nicht so Mana. Weil meine Mana-Sachen setze ich irgendwie nicht ein. Das tue ich erstmal. Ach Mann, kann ich gleich hier drin bleiben. Außer ich habe noch erstmal die Sachen, die hier reinkommen. Transmutation-Zeugs. Ich brauche 20 für einen, so ein Orb of Transmutation. Orb of Argumentation. Was dann noch? Ist das eine Einhandwaffe? Weil wenn ja, dann passt die gut zu meinem ersten Zeugs. Ja, ist eine Einhandwaffe. Schön. Plus 8% Quality, 6 bis 13 Schaden ist nicht besser als diese Waffe. Allerdings 5% Critical Strike Chance hat die auch. Aber die ist ein bisschen schneller. Hat 18% Increased Accuration Rating. Hat diese hier plus 6. Ach, da weiß ich ja gar nicht. Dual Strike könnte ich verbinden mit Cleave. Okay, brauche ich aber nicht. Ich tue den Gem trotzdem mal da rein. Und dann wechsle ich die beiden. Tu den hier rein. So, dann mal gucken. Coal Amulet plus 30% Increased Mana Regeneration. 2,9 Life Regenerate per Second. Da finde ich die Regeneration doch ein bisschen wichtiger als Mana. Das Teil tue ich dann dahin. Plus 27 zu Maximum Life. Da habe ich ja hier einen guten Ring. Ne. Ach, warte, nee, was mache ich denn da? Den ziehe ich an und tue den Mana-Ring weg. Die Wollschuhe finde ich doch ganz okay. Die lagere ich noch. Tarnish Mask. Die lagere ich auch. Oder habe ich noch eine richtig gute von? Auch unidentifiziert. Chestplates. Da, genau. 25 Stärke sollte ich eigentlich haben. Kann man irgendwie It would be wrong to do that here. So ein Skill-Zeugs öffnen? Ach, mit U öffnet man anscheinend die Quests. Haha.